bitte. Lee-Time, meine Freunde. Heute mit ganz besonderen Themen. Selbstrap hat gerade schon was gefilmt, oder Selbstrap? Nein. Hast du nicht gerade den Hund gefilmt? Nein. Echt nicht? Nein. Warum nicht? Ja, weil der ein Persönlichkeitsrecht hat. Ach so, ja. Dann film lieber den Ali, der hat kein Persönlichkeitsrecht. Ich habe mir heute Verstärkung geholt. Der Ali ist am Start, um über sein Praktikum zu reden, das er einmal gemacht hat bei uns, bei PC Action. Du warst PC Action Praktikant und... Du Schwein. Du warst PC Action Praktikant. Ja. Und ich wollte einfach mal fragen, so viele Leute interessieren sich ja für den Beruf, ja, eines Spieleredakteurs. Ja. Ich als ausgebildeter Journalist weiß natürlich, was man wie machen kann. Aber wie ist es bei dir? Weißt du, bist ja jetzt so quasi über das Praktikum, ja, in die Branche reingerutscht. Und da stellt sich die Frage, selbst wenn hinter dir kommt gleich jemand, du musst weiter nach in die andere Richtung. Okay. Genau. Da stellt sich natürlich die Frage, warum Ali. Miteinander laufen? Ja, das ist viel besser so. Okay. Das ist besser, ja. Nein, da stellt sich natürlich die Frage, Ali, was muss man machen, um in die Branche reinzukommen? Selbst stelle ich mal hin. Okay, Kai. Also, schätze mal halt, wir dürfen keine 18er-Version drehen, deswegen werde ich jetzt nicht alle Dinge sagen, halt, die sich dann Wolfgangs Büro hat beim Bewerbungsgespräch abgespielt haben. Aber ich habe gerade eine Anspielung gemacht, halt, ja. So in etwa. Das erstmal ist die Grundvoraussetzung. Viel Vaseline. Und dann habe ich mein Abitur gemacht in Richtung Technik, Elektrotechnik. Das war das sinnfreiste Aktion meines ganzen Lebens, ohne Mist. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und ich wäre beinahe Tierarzt geworden. Tierarzt? Nein, wäre ich nicht. Also, das wäre eine der Möglichkeiten gewesen. Eigentlich verarschst du gerade unsere Leute, oder? Also Praktikum. Ich habe wirklich ein Abitur gemacht und dann habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Und habe mir gedacht, hey, ich zocke gerne und ich lese die PC Action halt schon seit den Cover Babes. Wenn du, wenn du PC Action lesen würdest, würdest du wissen, dass es PC Action heißt. Wir sind uns, das ist, glaube ich, ein lustiger Side-Fact, halt, dass wir anscheinend im Verlag Trivia nicht, quasi. Trivia-Fact, genau, danke. Nur Trivia. Ich mag den Chris. Chris ist ein Kumpel, der bringt seine Sachen sagen, bei. Halt doch mal an. Also, man muss einfach sagen, ja, es ist so, dass... Da hinten darfst du nicht filmen. Ach, die haben Persönlichkeitsrecht. Natürlich. Aber sie sind eine Gruppe und posieren ja quasi. Hey, lass uns jetzt mal kurz stehen bleiben. Praktikum, erster Schritt, oder? Ja. Erster Schritt, Praktikum. Wie macht man das? Eine Bewerbung an Herrn... Nee, generell. Also ist jetzt nicht nur bei Pizza Action. Du musst näher kommen, glaube ich gerade. Weil der Vogel da oben so laut schreit. Generell Praktikum ist der erste Schritt. Ja? Du bist ja auch jetzt Praktikant, Seth. Du bist Student eigentlich, ne? Ja. Ja. Studierst Technikjournalismus, oder? Ja. Ja. Also es gibt halt auch tiefere Fälle als meine halt. Also Abi, ja, und Studium. Ja, hier Hauptschule, weißt du, direkt Ausbildung gemacht. Zu die Redakteur und Journalist, weißt du. Hab ich kein Praktikum gemacht, ey. Bist kein Opfer mehr. Nee, bist kein Opfer. Alter, dicker, fett. Du darfst es nicht filmen, aber da ist der Nacktjogger hinter uns. Yeah. Du darfst es nicht filmen, stopp. Oh, schade. Das ist auch... Doch, das ist ein Nacktjogger. Darf ich mal aussehen die Kamera fallen lassen, nein, in die Richtung? Ach verdammt, ey. Ich darf ihn mir angucken, aber er zieht sich gerade was an. Oh ja, das macht er. Kann ich das nicht mal... Er zieht sich nur was an, um die Hose noch mal auszuziehen. Ich versuch mal... Nein, du darfst nicht. Du darfst wirklich nicht, leider. es ist so, dass... jetzt bin ich scharf. Okay, ich entferne mich. Die Lead-Time, wie du siehst, ist jetzt auch nicht so... Sonderlich interessant bisher. Also, was man machen muss, ist, es gibt ja verschiedene große Verlage. Dann gibt es Webseiten, es gibt alles mögliche Zeug. Ja. Okay. Alles mögliche Zeug, um sich zu bewerben. Es gibt große Webseiten, kleine Webseiten. Und ich würde empfehlen, einfach mal bei kleinen Webseiten anzufragen, ob man da ein paar News schreiben kann. Ein, zwei Probe-News hinschicken. Ja. Einfach mal gucken, was ist aktuell so passiert. Vielleicht auf PC Action einfach mal surfen. Und dazu eine eigene News zu verfassen, das Ganze dann an den Chefredakteur schicken, an den jeweiligen, um halt einen Einstieg in die Branche zu erhaschen. Ja, einen Fuß im Grab quasi schon mal. Dann kann ich auch eigentlich wahrscheinlich, ich sollte vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu sagen, so mit Erfahrungswerten. Es kommt wirklich nicht auf die Intelligenz des jeweiligen Menschen an, es muss nur auf die Schreibe halt. Die Schreibe muss passen halt. Alles klar. Also so ein Schulabschluss, der ist nicht zwingend erforderlich, glaube ich. Alles klar. Ja. So halt, dass die Leute halt nicht schon sich vorab Gedanken machen, halt, das hat keinen Sinn. Immer mal probieren. Sinnvoll. Fertig? Naja. Alles ist warm, es ist sehr warm. Alles klar. Du kannst dich drehen. Du meinst? Ja, drehen. 360 Grad. Einfach drehen die ganze Zeit. Drehen. Das ist kein Drehen, du. Wie dem auch sei.
über das Praktika sammelt man dann Erfahrung, ja, Selbstrepp. Und mittels dieser Erfahrung... Ja, wie zum Beispiel Lead-Time drehen, das ist eine tolle Erfahrung. Ja, generell sind das schöne Erfahrungen, die wir haben, oder? Ja. Auf jeden Fall ist es dann so, dass... Ich hab mich gedreht. Sehr gut. Vergiss es. Chris ist ein Kumpel, den mag ich. Ja, ich weiß. Wie lange haben wir schon? 5 Minuten. Das ist alles Bullshit bisher gewesen. Ist doch egal. Nee. Wir haben Hunde gefilmt. Hast du die Hunde doch gefilmt? Ja, natürlich habe ich die Hunde gefilmt. Was glaubst du denn? Sehr gut, aber das werden wir jetzt nachher sehen, oder? Ja, eigentlich müssten wir jetzt Schluss machen, damit man schnell die Hunde sehen kann. Oder wir machen jetzt einen Einspieler. Ich hab Stock gefunden. Nice. Vergiss es, Alter. Wir machen jetzt kurz einen Cut. Dann kommen gleich die Hunde. Und danach geht's weiter. Machen wir es so, als Werbebreak. Als Werbebreak für... Ja, Hunde-Arnus Werbebreak. Ja, Hunde. Warte, wir müssen aber eine Überleitung zum Hundethema finden. Ich werfe ein Stöckchen. Moment. Mach die langsam. Lass es. Na komm. Achso, Hunde werden... Ja. Soll ich dabei rumgehen? Hunde werden mit meiner Anwesenheit nervös. Läuft's schon? Ja, sehr gut. Hat man alles gehört, was ich gerade gesagt habe über die Scheiß-User? Gott sei Dank. Ich dieses ganze meine Freunde-Ding geht mir voll auf die Eier. Lilililit! Nein, und wenn man dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hat beim Schreiben, ja, so wie ich quasi. Ich habe damals bei Giga ein Praktikum gemacht und habe dann als freier Redakteur dort gearbeitet und Liebe gemacht und sowas, weißt? Und auf jeden Fall kommt man dann... Giga ist doch das, was es jetzt nicht mehr gibt. Doch, gibt's ja noch. Nur nicht mehr als TV-Show. Ja, genau. Kurz nachdem du dort angefangen hast. Kurz nachdem ich angefangen habe, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass dann die Ausbildung folgt. Ja? Und zwar das Volontariat heißt das. Das ist keine staatliche Ausbildung, also es ist keine anerkannte Ausbildung quasi. Oder man arbeitet wie, als freier Redakteur. Weil Redakteur ist kein Ausbildungsberuf. Ja? Dann hat man aber kaputte Hosen. Ja? Was? Das ist Guansch. Ja, ich mach den Guansch wieder moderner, als ich sag's. Kriegt immer das gleiche Shirt. Ja? Und hat halt auch sonst nicht viel zu lachen oder zu essen. Deshalb kein freier Redakteur-Tum. Ja, ja, unterschreibe ich so. Sein. Ja. Das auf jeden Fall. Quasi im Endeffekt dann alles Haie für mich im Aquarium. Ja. Das ist nur das Haie, während du ein Goldfisch bist. Oh, du bist dann schwuler Guppi, weißt du? Alter, nicht so schnell, man hört uns nicht. Ich hab vorgestern ein Wort erfunden. Das Wort? Ich wollte wirklich den Leuten sagen, wie man in die Branche reinkommt. Aber erzähl ruhig das Wort, das du erfunden hast. Homeless. Ich glaube, das ist interessanter für die Leute. Dankeschön. Den Leuten erzählst, welches Wort sie haben, anstatt dass sie ihre Ausbildung in der Zukunftsangst verlieren. Zukunftsangst? Ja, ist doch egal, ihr kennt jetzt gleich ein neues Wort vom Ali. Ali, bitte. Okay, das Wort, Achtung. Hominess. Hey, eine super. Wortverschmelzung aus Homie, also so hier, ne, hier so. Ja, Homo. Homos wie. Bitte, Alter, hast du es gesagt? Ja, es kommt Homos, so wie. So Homos halt, ne? Naja, egal. Rain, jetzt hast du mich aus dem Takt gebracht. Hominess, genau, eine Wortverschmelzung aus Homie und Wellness. Und es hat einfach eine wunderschöne Phonetik, finde ich. Und Phonetik. Ja. Das ist ein schönes Wort. Das Ding ist, Neogolismus, ja, also quasi die Wortneuschöpfung, ist natürlich ein anerkanntes Fachgebiet von mir. Ja? Oh, du hast auch ein paar selbsterfundene Wörter? Ja, aber ich wollte den Leuten eigentlich erzählen, wie sie an eine Ausbildung kommen. Das eigentliche Geheimnis an einer Ausbildung. Ja? Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, Selbstrep, oder? Nein. Sehr, sehr gut. Das eigentliche Geheimnis und die Antwort auf alle Fragen ist nämlich...